was dir wirklich fehlt, um ein Mann zu sein und von Frauen respektiert zu werden. Hallo, mein Name ist Orlando Owen. Ich bin Deutschlands führender Mentor und Persönlichkeitscoach. In diesem Video möchte ich dir erzählen, wie wichtig es ist, an deinen Foundations, also an deinen Grundlagen zu arbeiten, denn sie sind die Grundlagen und das Fundament, auf welchem du dein gesamtes Leben aufbaust. Dieses Fundament bestimmt auf erstaunliche Weise nahezu vollständig über deinen Erfolg im Leben und mit Frauen. In der heutigen Zeit haben Männer wie du ihren Weg verloren und wissen nicht, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Mir selbst ging es Jahre, ja vielleicht Jahrzehnte lang nicht anders. Und ich würde gerne diese lange Reise für dich abkürzen und weniger beschwerlich für dich machen. Männlichkeit ist nichts, was du im Außen suchen kannst, sondern es ist etwas, was du dir erarbeiten kannst und solltest. Vor allen Dingen aber ist es ein Gefühl. Fühlst du dich wirklich als Mann? Weißt du überhaupt, was es bedeutet, ein Mann zu sein? Wenn du auf diese Fragen eine Antwort suchst, dann lade ich dich ein, dir dieses Video anzuschauen. Damit du in Zukunft kein weiteres spannendes Video zum Thema Männlichkeit und Mannwerdung verpasst, bitte ich dich, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wenn du mir Feedback geben möchtest, dann hinterlass mir einen Kommentar unter dem Video. Wenn du jemanden kennst, den dieses Video interessieren könnte, bitte ich dich, diese wichtige Botschaft an ihn weiterzuleiten. Männlichkeit. Die Grundlagen. Nicht der Überbau, nicht irgendwelcher Esoterik-Schnickschnack, nicht irgendwas, was du da draußen mal gehört hast, sondern die Grundlagen. Das, worauf du stehst, wie du stehst, im Leben, zum Leben, zu deiner Männlichkeit, zu allen anderen Menschen in deinem Leben. Männlichkeit. Grundlagen. Fundament. Was du glaubst zu suchen, ist sehr wahrscheinlich nicht das, was du hier finden wirst. Und das, was du glaubst zu brauchen, ist höchstwahrscheinlich nicht das, was du wirklich brauchst. Was du hier suchst und brauchst, ist nicht etwas, was du unbedingt tun musst. Das ist etwas, was du sein musst. Oder sagen wir lieber, erst einmal werden musst. Aber wie können, voller? Ich habe mal vor ein paar Monaten den ersten Teil eines Moduls zum Mannbewusstsein rausgegeben. Der wilde Mann in dir. Und da dachte ich eigentlich, das ist relativ straightforward. Das sollte eigentlich jeder irgendwie intuitiv kriegen oder spüren. Aber es ist so wie mit dieser ganzen McDonald's-Geschichte oder heutigem Hundefutter. Da sind irgendwelche Stoffe eingearbeitet, die dir die Illusion geben, es schmecke gut. Im Grunde genommen eine Art Plugin für dein Gehirn, so wie Natriumglutamat, was nicht auf deine Zunge wirkt oder auf die Nahrung wirkt, sondern nur auf deine Wahrnehmung, wie bei der Matrix. Was ist real? In deinem Gehirn, wie es aufgeschlüsselt wird, wie es aufgenommen wird. Und ich behaupte, die meisten von euch haben, so wie ihr wahrscheinlich durch zweifelhafte Nahrung, wie McDoof, ihr mittlerweile glaubt, ich kenne das von Hunderten von Leuten aus der Generation Doof, alle unter 30, die Illusion, dass normales Essen gar nicht mehr richtig schmeckt, weil du die Rezeptoren, allein die gesamte Verarbeitung im Gehirn verloren hast, überhaupt noch echtes Essen, echte Nährstoffe wahrzunehmen, geschweige denn aufnehmen zu können. Und so ähnlich verhält es sich mit fast allem in unserer heutigen Gesellschaft, die im Grunde genommen nur ein Fake ist, eine Imitation, eine Simulation einer Sache, die einmal real war, aber die um so viele Ableitungen und Verballhornungen verzerrt wurde, dass nichts mehr übrig bleibt.
Wie willst du echte Männlichkeit in dir kultivieren, wenn du sie noch nie im Äußeren gesehen hast? Und ihr wisst ja gar nicht, was echte Männlichkeit ist, weil in eurem Land könnte ich suchen, wo also willst du ein Rollenmodell finden? Wo willst du Einwahrung herkriegen? Die Hälfte aller Ehen oder ja, Beziehungen scheitern, sodass in mittlerweile in den USA 50% aller jungen Männer von Frauen aufgezogen werden, alleinerziehend, alleiniges Sorgerecht. Glaubst du, eine Frau kann einem Mann Männlichkeit vermitteln? Glaubst du, 99,9% aller Männer, Dreaded Air Quotes in eurem Land, könnten euch Männlichkeit vermitteln? Natürlich kannst du dich dahinter nicht verstecken und jetzt sagen, ja, aber da bin ich halt ein Opfer, okay. Geschieht der Gesellschaft ganz recht, wenn ich kein Mann bin? Warum haben sie uns auch alle kastriert? Die Themen, die ich hier gelesen habe, sind überhaupt kein Verständnis dessen, was Männlichkeit ist, überhaupt kein Ansatz, keine Schnittstelle, keine Rezeptoren im Gehirn mehr, um echte Männlichkeit überhaupt noch erfahren zu können. Angst vor Konfliktbereitschaft, Angst zu deiner Sexualität zu stehen, Angst aufzutreten. Die gute Nachricht aber ist, für dich kannst du Männlichkeit entdecken und du musst als allererstes mal überhaupt zu ihr stehen, überhaupt mal verstehen, was sie ist, was sie besagt, was ihre Qualitäten sind und weshalb sie unveräußerlich sind. Selbstwertgefühl, Männlichkeit sind keine Privilegien. Ein Privileg ist etwas, was der Staat dir gibt, wie das Privileg, Auto zu fahren. Dafür brauchst du eine Lizenz. Dein Selbstwertgefühl, deine Männlichkeit sind gottgegebene, angeborene Rechte. Ein Recht ist etwas, was von Gott kommt und niemals jemals veräußert werden kann, geschweige denn darf. Aber das habt ihr alles schon abgegeben. Eigentlich schon von Geburt ab. Wie soll es dann bitte funktionieren, dass du den wilden Mann entdeckst? Und ohne den wilden Mann bist du für Frauen so interessant wie ein Erdwurm, wie ein Eunuch. Der wilde Mann ist das, was Attraktivität bei Frauen erzeugt, nichts anderes. Oder auslöst. Das haben sie euch alles genommen und ihr habt das zugelassen. Wahrscheinlich, weil ihr niemals wusstet, was der Unterschied ist. Aber vor allen Dingen, weil ihr den Schwanz einkneift und euch versteckt und Angst habt. Hör, man darf hier nichts sagen, der Himmel stürzt dann wie bei Asterix. Wo sind eure Eier? Wo ist euer Rückgrat? Wo ist eure Konfliktbereitschaft? Wo stehst du noch zu dir? Wie kannst du überhaupt zu dir stehen, wenn du nicht mal weißt, wer du bist? Das ist die Ausgangssituation, mit der wir es hier zu tun haben. Und nichts Schöneres. Wenn du auch nur irgendeines dieser Worte dir, ja, aber das ist jetzt ein bisschen extrem, wenn ich sowas zu Hause sagen würde, dann würde ich auf die Fresse kriegen. Konfliktbereitschaft. Eine der wichtigsten Tugenden eines Mannes. Wenn du nicht bereit bist, für deine Rechte aufzustehen oder einzustehen, hast du keine Rechte. Wo soll es denn bitte herkommen? Du bist verantwortlich für deine Männlichkeit. Und die dunkle Seite, mit der wir es hier zu tun haben, hat dich versucht, systematisch von all dem abzuschneiden, was für bedrohlich ist. Männlichkeit, Mut, Power, Rückgrat. Das sind alles Dinge, die sie dir genommen haben, wahrscheinlich schon lange, bevor du geboren warst. Wie bei Neo in der Matrix. Die letzten Freigeborenen, die nicht in die Matrix direkt reingeboren wurden. Von Maschinen großgezogen. In einer völligen Illusionswelt. Nein, was du hier suchst, ist nicht das, was du glaubst. Die meisten kommen zu uns, weil sie mehr Erfolg mit Frauen haben wollen. Aber davon sind wir 17 Zwischenschritte entfernt im Moment. Gib nichts, was du tun kannst, um bei Frauen erfolgreich zu werden. Gib nur etwas, was du tun kannst, um deine Männlichkeit wieder zurückzuholen. Das ist alles, was du tun kannst. Das ist der schnellste und direkteste Weg zu allem, was du willst. Aber du bist abgezogen von diesem Quell. Deshalb heißt es ja auch bei Faust, der Prolog im Himmel, Gott und der Teufel, Mephistopheles. Von Zeit zu Zeit sehe ich den alten Gott
gern und hüt mich wohl, mit ihm zu brechen. Und er sagt, der Mensch ist schwach. Den Menschen kann ich verführen. Gott sagt, glaube ich nicht. Er sagte, doch kann ich, lass uns wetten. Und dann sagt Gott, okay, top, die Wette gilt. Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab und führe, kannst du ihn erfassen, auf deine Straße ihn mit dir hinab. Doch stehe beschämt. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Auf euch bezogen, auf uns bezogen, würde ich sagen, ein guter Mann in seinem schwachen Weichei-Drange ist sich wahrer Männlichkeit irgendwo schon bewusst. Du weißt schon, dass du es machst. Du weißt nur nicht, was du dagegen machen kannst. Du spürst, dass dir die Kraft abgezogen wird, aber du weißt nicht, wie du sie zurückhalten kannst. Magie 101. Warum glaubst du, heißt Magic Mail Magic Mail? Das ist keine Referenz zu Crowley. Magic ist pure Power. Deine Power kannst nur du dir zurückholen. Sie ist da draußen, sie steht dir zur Verfügung. Es gibt nichts, was dich daran hindern kann, denn es ist ein perfektes Recht und kein Privileg. Hast du Fragen zum Thema Männlichkeit und Mannwerdung? Oder hast du Erfahrungen, die du gerne mit mir teilen möchtest? Dann schreib mir diese gerne in die Kommentare. Damit du in Zukunft kein weiteres Video verpasst, bitte ich dich, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und lass mir gerne ein Like da, wenn dir dieses Video geholfen hat. Wenn du weitere Informationen zu diesem wichtigen Thema suchst, dann geh auf magicmail.de. Und wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann schick uns eine Mail an support@magicmail.de. Da wirst du geholfen. Beide Links findest du unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal. So long, dein Orlando Owens.